So, Leute, da sind wir wieder in der Gerudo-Festung mit Kloppyhain und Zelda. Ach, Link. Link, meine ich. Oh Gott. Wahrscheinlich der Fehler, den die meisten Anfänger machen. Ups. Nennen ihn Zelda. Ja, ich weiß, es ist Link. So, wir gehen jetzt mal zum letzten Typen. Ich bin mal jetzt ein bisschen rumgelaufen auch, um den Typen zu suchen, damit wir nicht, damit ihr euch nicht das langweilige Rumgesuche reinziehen müsst. War immer zu schnell. So. Zack. Ja, ich habe auch irgendwie eine Viertelstunde gesucht, keinen gefunden. Doch dann war da diese eine Tür, an die man gar nicht denkt. Ja, genau, die war es dann halt, ne? So, hier schmeißen sie mich mal rein. Ich frage mich ja, wie die hier reinkommen. Meine, unten war ja keine Tür nach draußen. Die ziehen sich dann auch mal mit dem Endhaken rüber oder was? So. Da. Hier. Da. Zack. Bogen rausholen. Reflexartig werde ich das schießen. Ja, man kann sie betäuben. So, jetzt laufen wir immer noch geradeaus. Rechts, links, rechts. Zu unserem Kumpel, der uns nicht mehr anlabert, weil ich schon angelabert habe. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich hier an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterin. Pass auf! So. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank. Ich bin Ringo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir etwas. Die Gerudos über Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei, wenn... Vielleicht gibt es doch etwas zu tun. Leb wohl. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen aus Arganodorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hat mir die Verantwortung für die Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, des Herren der Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich, ach Schattenhöhle, ach aber, so, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du wirst also ein von uns werden, was? Na gut, du hast deine Fähigkeit bewiesen. Und du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Yes, der Gerudo-Pass. Huh. Trainingsarena. Stirbschnappe. Oh, da kann die Chica sein. Schon geil. Festung der geilen Bitches. Ja, das war ich nicht. Nein, ich habe eine der meinen abgestochen. So. Das ist die Trainingsarena der Gerudo-Kriegerin. Du hast den Gerudo-Pass? Na gut, dann hast du ihn ein.
schieße ordentlich. Natürlich schieße ich ordentlich. So, was ist hier los? Nur wenn du die Prüfung in den verschiedenen Räumen... bemühen dich mit ganzer Kraft, alle Schüsse zu erhalten, damit du dir unser streng gehüteten Schatz verdienst. Okay. Mal nice. Kann ich gut gebrauchen. Du hast nur begrenzt Zeit, um alle Gegner zu besiegen. Da ich unendlich Herzen habe, kann ich rumrotzen, wie ich will. So. Bequere den feurigen See. Hackt ja wenig wieder das Spiel. Oh, das ist knapp. Finde den geheimen Durchgang. Yeah.
Klick-Klack. Und schon der zweite Schlüssel. So. Aha. Blende die Augen der Statue. Blende die Augen der Statue. Alter. Uiuiuiui. Das war ja ziemlich knapp, würde ich sagen. Habe erst gedacht, wir brauchen das Spiegelschild, aber... war ja dann doch nicht so. So, was wollte Navi? Gibt es irgendwas Cooles oben? Hey. Wenn er wie grün wird, dann kommt man nach oben rauf, oder? Hätte ich es gedacht. So Mist, ey. Oh, mein Ohr. Dann nicht. So, jetzt haben wir hier drei Schlüssel gefangen. Gefangen. Getroppt. Oh, scheiß töten. Komm ruhig her, du Miststück. So. Metzgen. Oh, war ein Tor? Pfeile hoffentlich. Pfeile. Pfeile, sehr gut. Dann brauchen wir noch einen schicken Hammer. Mit dem wir denn hier die Wände zerstören. Nehmen wir den. Nehmen wir den.
Normale Rechen ja auch. So. Rechen offen. Was sehe meine verschrumpeltes Augen da drüben? Komme ich da ran? Guck mal, was das Auge so sagt. Doch schnell die Schuhe. Können wir jetzt Spiel überlisten? Wenn die das jetzt trägt, habe ich vielleicht schon. Dann nicht. Langweilig. Trag mich doch. Na gut, dann geht's hier rein. Sammle alle silberne Steine ein, die du im Wasser finden kannst. Ich stelle mal hier rauf. Mach mal so. Meine Flöte. Ich bin nicht mehr der Zeit. Und versinke im Wasser. Ach, mein Ohren. Schwupp, weg bin ich. So, wir so eine scheiß Schuh anziehen, Schuh aussieht scheiße, die ganze Zeit immer nur. Was ist er? Was geht denn jetzt los? Hä? Ist das ein Strudel oder was? Das ist aber scheiße. Oh, wie knapp kann es sein, bitte? Kann man nicht erzählen, dass der kleine Ding da unten so einen Strudel macht? So ein Strudel-Nudel, Junge. Nudel-Strudel. Und fällt ihm rauf? Nö. So. Ja, Alter, zieh mich richtig weg. So ist es wahrscheinlich auch. Komm schon.
Meint nur so, jetzt gekonnt. Ganz gekonnt. Hui. Nein, hier werde ich auch nicht weggezogen. Brutal von dem Bein gerissen. Jehehehe. So, schnell, 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 schnell. So. Klick. Sehr nice. Vier Schlüssel schon. Jetzt bringen wir da rüber. Jetzt bringen wir hier rüber. Dann mach ich mal kurz. So. Gut. Nicht, dass eine Leiter an der Wand ist und wir nicht benutzen, nicht in den Schlüssel da umkommen. Nö. So, weiter geht's in den anderen Raum. In den da hinten. Wo unsere Zeit auch schon gleich vorbei ist wieder. 20 Minuten. Knapp ungefähr. Du hast nur begrenzt Zeit, um alle Gegner zu besiegen. Achso. Warum kann ich mich bewegen? Ah, so schlecht alle. Ach, wie mir scheiße Sand, ey. Aber wenn ich stehen bleibe, sink ich ein. Bisschen nervig. Boah, 5 Schlüssel. Sammle die weißen Juwelen, jedoch umgehe alle Fallen und Gefahren. Gedacht. Dass da noch was Lustiges auf uns lauert. So. Da ist der letzte Stein. Zack. So einfach geht das. So. Und wenn ihr wissen wollt, was hinter der Tür ist, dann schaltet einfach nächstes Mal wieder ein. Bei Kloppy TV und Zelda und Schieß mich tot und der Arena der Gerudos. Also bis dann. Tschüss.